Die Problematik des Bankensektors ist ja eine, die sich spätestens seit der Ratstagung vom Juni ergibt. Man hat dort unter Bruch der Bestimmungen des ESM-Vertrages vorgesehen, in Zukunft bankrotten Banken direkt das Geld zu geben, anstatt dieses Geld über die Mitgliedstaaten fließen zu lassen, die ja an sich Mitglieder des ESM wären. Und hat dann gesagt, und jetzt führen wir eine Bankenaufsicht als Kompensation dafür ein. Diese Bankenaufsicht gibt es bis zur Stunde nicht und sie wird sie auch nicht geben und sie wird sie vor allem nicht so geben, wie es notwendig wäre, nämlich eine echte internationale Finanzaufsicht zu haben, die auch die Möglichkeit hätte, giftige Papiere vom Markt zu nehmen. All das findet nicht statt. Das sind also auch Dinge, die nur genutzt werden, um die politische Ebene, nämlich die Institutionen der Europäischen Union, mit mehr Macht auszustatten. Gelöst wird damit nichts. Dass diese neue Eigenkapitalrichtlinie zurückgezogen wurde, halte ich sogar für gut, denn sie behindert im derzeit nur die dringend notwendige Ausstattung der Betriebe mit liquiden Mitteln. Und da würde diese Richtlinie sogar noch schaden, anstatt nutzen. Vor 4 Jahren sprach man noch von Bankenkrise, inzwischen spricht man von Schulden- oder Eurokrise. Ist das ein Zufall, dass der Begriff Bankenkrise aus den Medien verschwunden ist? Na, das ist sicher kein Zufall, weil in dieser Europäischen Union haben ja mittlerweile die Banken und die Banker das Sagen und nicht mehr der Bürger. Es ist daher auch bezeichnend, dass man jetzt eine Bankenunion verlangt und damit eigentlich dem Bürger signalisiert, dass es ihnen um diesen europäischen Institutionen um die Rettung der Banken geht, aber nicht um die Rettung der Steuerzahler und der Interessen der Bürger. Und daher ist diese ganze Terminologie mehr als verräterisch und es ist mehr als verräterisch, dass die Banken den Begriff Bankenkrise komplett aus der öffentlichen Debatte herausgeholt haben. Und Sie sehen ja auch, wie die Marionetten hier im Hause und auch in den anderen Institutionen nach dem Kommando der Banken tanzen.